Katharina, erfolgreiche Monate liegen hinter dir. Top 20 Platzierungen im Weltcup. Wie bist du zufrieden mit der vergangenen Saison? Sehr zufrieden, weil ich nie gedacht hätte, dass die so verläuft. Aber mit dem letzten Saisonverlauf über den Sommer, über den Herbst hat sich das eigentlich nicht so angebahnt. Aber ich habe dann am Anfang der Saison gemerkt, dass es gut geht. Und wenn es dann halt so läuft und Spaß macht, dann klappt das irgendwie wie von alleine. Jetzt war das deine erste Saison bei den Damen. Man weiß ja eigentlich bei Nachwuchssportlern, dass sie öfter Probleme haben, so diesen Sprung zu schaffen von der Juniorenklasse zur Elite, auch wenn es vorher natürlich JWM-Medaillen gab für dich. Ja, wie siehst du selber, dass es so gut geklappt hat? Ja, ich denke, ich konnte zum einen viel von den älteren Athleten auch lernen in der vergangenen Saison im Training, also von Nicole, von der Steffi, von der Sandra, viel mitnehmen. Und ich denke halt, wenn es Spaß macht und man sich vielleicht nicht allzu viele Gedanken über die ganze Sache macht, das macht es auf jeden Fall nicht schwerer. Noch so eine kleine Besonderheit bei dir. Viele Nachwuchsathleten kommen eher vom Sprint. Du bist von Haus aus auf den eher längeren Strecken zu Hause. Hat man jetzt zum Beispiel beim Blinkfestival wieder gesehen, wo dir die 60 Kilometer scheinbar nichts ausgemacht haben, wo du Platz 5 errungen hast. Wie siehst du es selber? Siehst du dich als reine Distanzläuferin? Schon eher. Also mein Fokus liegt definitiv auf den Distanzläufen. Aber ich will trotzdem im Laufe der Jahre versuchen, im Sprint vielleicht ein bisschen besser noch zu werden, weil ich würde gerne mal ein Viertelfinale laufen und nicht nur im Prolog. Genau. Nun trainierst du in Oberwiesenthal am Stützpunkt. Ein Stützpunkt, sage ich mal, der es in den letzten Jahren vielleicht ein bisschen nicht ganz so einfach gehabt hat, weil doch einige Leistungsträgerinnen abgewandert sind an andere Stützpunkte. Wie ist es aktuell mit eurer Trainingsgruppe, speziell jetzt bei den Damen? Wie läuft da das Training und wie bist du zufrieden mit der Gruppe? Also ich finde, da bin ich sehr gut aufgehoben. Mit einer Anne Winkler da, die sehr sprintspezialisiert ist, habe ich da bei den knappen und schnellen Einheiten gute Vorderfrau, wo ich hinterher kann. Mit der Julia oder der Monique, dann im Distanzbereich, welche, mit denen ich mich da pushen kann. Und deswegen fehlt es mir da im Moment an nichts. Jetzt, wie lief die Vorbereitung insgesamt? Und speziell, du hast ja hier Leistungstests absolviert. Wie sind die verlaufen? Wie sind die Ergebnisse? Die Vorbereitung lief im Großen und Ganzen so, wie ich es mir vorgestellt habe. Was mich ein bisschen gestört hat, war, dass ich halt zweimal ein bisschen erkältet war. Das muss vielleicht nicht sein, aber das gehört halt genauso dazu. Aber dafür bin ich recht gut durchgekommen und die Tests jetzt waren eigentlich sehr positiv. Besser, als ich es mir erhofft hatte jetzt nach der Krankheit. Deswegen sehe ich positiv auf die Saison hin. Das große Ziel für viele Athleten ist Olympia. Wie siehst du es selber? Ist das ein Ziel von dir Was hast du dir vorgenommen? Ja, erstmal freue ich mich unheimlich, dass ich mir das Ziel überhaupt nehmen kann, weil ich das halt letztes Jahr nicht gedacht hätte. Und es ist definitiv stets im Fokus. Ich werde das versuchen und ich denke, es ist ein Bereich des Möglichen und dann werden wir weitersehen. Nun habt ihr aber auch einen Heimweltcup in Deutschland, speziell für die Sachsen natürlich in Dresden. Jetzt haben wir geklärt, du bist eigentlich keine Sprinterin. Willst du dich trotzdem qualifizieren, vielleicht dann eben auch über die nationale Gruppe und da eben vor Heimpublikum laufen? Also definitiv, das will ich mir eigentlich nicht entgehen lassen, da vor der Kulisse und vor allem von vielen Leuten, die ich kenne oder die mich kennen, auch zu laufen. Und da ist auch ein Teamsprint dabei, deswegen hoffe ich, dass ich da in die Richtung vielleicht ein bisschen eine Chance habe. Genau. Nun ist es aber auch nicht mehr allzu weit bis zur Heim-WM 2021 in Oberstdorf. Ist das so ein kleines Fernziel von dir vielleicht, dort vielleicht sogar schon um die Medaille mitzukämpfen? Muss ich ganz ehrlich sagen, darüber habe ich mir noch gar keine Gedanken gemacht. Es ist definitiv ein Fernziel, da dabei zu sein und erfolgreich zu sein, aber über Medaillen mache ich im Moment da erstmal noch keine Platte. Okay, dann wünschen wir dir viel Erfolg, jetzt speziell für die nächste Saison und für die nächsten Jahre. Danke dir. Ja, danke ebenfalls.